Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu unserem Spiel zu der Station 5. Wir sind im Krieg mit Rom. Etwas überraschend, ich habe mir das auch mal angeschaut und habe mir gedacht, so die Kriegserklärung kam aber von heute auf gleich. Wir haben mit Karthago eine Stadt, die wir unbedingt einnehmen müssen. Und die einzige Möglichkeit, die ich das sehe, ist hier nochmal in der nächsten Runde dann safe reinzugehen und zu hoffen, dass wir da gut aufgestellt sind. Wir bleiben hier, checken, dass das alles läuft, können mit unserem Freibeuter gegebenenfalls eine Fregatte klauen oder mit zwei Freibeutern. Und mal wieder ist es so, dass wir hier hin und her switchen müssen. Dann nehmen wir noch den hier. Zack, Fregatte geklaut. Wie gut ist das denn? Wir werden außerdem die Landeinheiten weiter angreifen. Und können hier Trouble machen. Wir wollen weiterhin dorthin, glaube ich. Ja. Lass mal eine Einheit in der Hauptstadt. Man weiß ja nie. Und lass mal Richtung Bogota. Nee, wir haben gar nicht mehr Zivilisation, sondern wir haben meistens Gold. Budapest, da bleiben wir dabei. Hier oben stellen wir mal wieder ein, wann wir den Trall entdecken. Medina sieht so aus, als ob sie gerne eine Kanone bauen würden. Und auch Damaskus. Wir brauchen für Rom später da jede Menge. Die Stadt Karthago wurde erobert. Zurückerobert. Aber nun gut, wir können hier noch nichts machen. Der Freibeuter kann zwar die Stadt besser angreifen, aber würde da jetzt nicht wirklich viel ausrichten können. Deswegen bleiben wir erstmal hier und hier. Tippitoppi. So, die nächsten Kanonen sind am Start. Wilhelm kommt hier mit her. Das sieht doch sehr gut aus. Einheit befördern. Wir haben in der Hauptstadt schon eine Einheit. Dann bekommt er doppelt. Singapur. Oh, Singapur müssen wir auf unsere Seite bringen. Drei Einfluss. Das Geld haben wir. Hier hast du 1000. Nächste Runde. Automatisieren. Hier aufschließen. Ja. Und noch eins vorgehen. Und nächste Runde. Und wir mussten noch ein Upgrade machen. Einer wurde getötet. Wo? Welcher? Hier. Ah, von der Stadt. Nun gut. Aber das war ja die wir selbst erobert hatten, nicht wahr? Deswegen bin ich dann so halb traurig. Würde hier switchen und weiter auf die Stadt gehen. Auch wenn hier ein sehr leckerer Schütze steht, den es anzugreifen gilt. Wir können hier uns bei der Barbaren erwehren. Und müssen jetzt Karthago einnehmen. Mit dir Marionette erstellen. Und ja, letztlich können wir dann nur wieder weiter hier nach vorne gehen. So wie hier. Riga, Bogota, Riga. Hier können wir noch angreifen, auch wenn wir von Wittenberg angegriffen werden wahrscheinlich. Und sehen jetzt mal eine riesige Flotte. Aber was wollen sie machen, ne? Wir haben hier die Kontrolle, wir haben da die Kontrolle. Da wird nichts passieren. Sie werden mit der Fregatte, dem Panzerschiff und dem Schützen Karthago wieder einnehmen können. Da ist jetzt die Frage, können wir das verkaufen? Nee, erst wenn wir die Kontrolle über Karthago haben. Und das wird so schnell nicht passieren. Das heißt aber auch, wir müssen eigentlich schnellstens mit unseren Landeinheiten so weit wie möglich davor und gegebenenfalls eine Zitadelle bauen. Wenn Karthago dann genommen ist, können es auch hier bauen, aber wenn dann Karthago wieder genommen wird, dann ist unsere Zitadelle eben nicht drin. Deshalb würde ich behaupten wollen, dass es besser ist, wenn wir warten, bis es wieder genommen ist.
rübergehen und dann hier nochmal eine Zitadelle bauen. Und auch wenn wir hier Kohle abbauen, was ganz okay ist, würde ich lieber diese Zitadelle hier wieder aufbauen. Aber brauchen wir aktuell nicht. Es sind eh keine Einheiten da, die uns gefährlich werden können. Wir haben viel zu viel Glauben. Großen Propheten, heilige Städte bauen. Müssen wir mal schauen. Ich hätte gern lieber ein Arsenal. Nee, brauchen wir gar nicht. Was wir brauchen ist. Wir zufrieden sind wir relativ. Aber in Mekka hast du eine Fabrik. Plus 4 Produktion, plus 10 Produktion. Wo ist denn die Produktion hier eigentlich? Hier, 55,9. 65, 8. Sehr gut. Wir können Big Ben bauen. Goldkäufer machen wir zwar häufig. Müssen unbedingt die staatliche Hochschule fertigstellen. Warum sagt mir das denn niemand früher? Für euch gibt es nichts zu tun. Genauso wenig wie für euch. Nächste Runde. Natürlich noch nicht. Wir gehen über Singapur. Da wird sich Rom jetzt so ein bisschen dran aufreiben. Das ist okay. Und hier auch Richtung Singapur. Natürlich wurde die Stadt wieder zurück eingenommen. Wir haben hier keine Einheit verloren. Greifen an. Oh, ihr habt es geschafft hier auf die. Da haben wir auch eine Einheit verloren, ne? Die Kanone, die da stand. Und den großen General, der da stand. Heieiei. Gut, ihn werden wir getötet bekommen, indem wir hier angreifen. Hier angreifen und zack ist er weg. Er kann noch nicht in die Stadt, wird es aber baldigst können. Die Frage ist, wir können hier gar keine Zitadelle bauen, weil die nicht uns gehört. Okay. Ziehen hier weiter rüber. Und wollen hier eigentlich nicht landen. Gehen hier hin. Wir brauchen dich da unten. Greifen hier weiter an. Töten die Einheit. Ja, auf jeden Fall. Töten noch weitere Einheiten, wenn wir wieder da sind. Will doch, du willst bis vor die Stadt. Und du willst dich zurückziehen. Da bist du auf sicher. Möchten wir hier noch mehr Einheiten? Wir können uns hier nicht richtig gut positionieren, um die Einheit anzugreifen. Hier sind wir von Sisachanalei angreifbar. Das sind die Freibeuter. Du bist noch nicht so weit schießen zu können. Und wenn wir die Freibeuter jetzt alle da drauf werfen, haben wir auch nichts gewonnen. Wir erkunden hier noch ein bisschen die Gegend, sehen, dass da eine Fregatte auf uns wartet. Und ziehen die Freibeuter hinzu. Die gesund sind. Und machen hier so eine Freibeuterflotte. Da kommst du auch dazu. Und ihr vier. Warum stehst du immer noch da bei Wittenberg? Nun gut. Wartet hier. Nächste Fregatte ist am Start. Kann noch eins mit nach vorne. Okay. Kanone bombardiert und verloren. Okay. Aber wir können trotzdem Karthago einnehmen. Marionette erstellen. Können auch nichts machen. Wir können aber hier doch. Wenn wir hier eine Zitadelle erstellen würden, das wäre gut. Aber so nach und nach, ne, wird ein Schuh draus. Ich hätte hier halt unglaublich gerne die Möglichkeit,
Sorry, muss man gerade mal anders hinsetzen, das Wasser hier zu beherrschen. Aber das wird uns nicht gelingen. Wir werden Karthago wieder verlieren und dann werden wir auch wieder eine Einheit verlieren. Das ist irgendwie ein Kampf gegen Windmühlen. Aber solange Rom sich da drauf einlässt, sind wir dabei. Wir können nicht anders. Wir müssen diese Einheit töten. Auch wenn man von... Ach Quatsch, Wittenberg ist auf unserer Seite. Was denke ich mir denn? Warum halte ich den Abstand von Wittenberg, wenn sie doch auf unserer Seite sind, sag mal? Haben wir eine Einheit, die hier nur zwei Felder weit schießen kann? Ja. Und dann werden wir weitere Schüsse auf die Kanone abgeben. Wir gehen weiter vor. Ganz sachte. Da ist noch eine Fregatte. Bleib erstmal da. Wir warten hier. Okay. Zwei Freibeuterangriffe. Wir können eins hierhin, eins hierhin. Hast du die Gelegenheit noch anzugreifen? Eins, zwei und drei. Und eingenommen. Dann bleiben wir hier, um euch ein bisschen zu schützen, dass wenn er jemanden angreift, dann dich. Ja. Ah, hier wäre es natürlich gut, wenn wir eine Marineeinheit am Start hätten. Habe ich da niemanden hingeschickt? Okay. Singapur kann hier ja sich super verteidigen. Wir gehen hier runter. Karthago wird wieder fallen. Er will uns 35 Gold pro Runde geben. Und wir haben Karthago. Das nehmen wir an. Das nehmen wir an. Weil, ich hoffe doch mal, dass diese 35 Gold pro Runde bei ihm dazu führen, dass er in finanzielle Nöte kommt. Und ich möchte behaupten, dass wenn wir hier die komplette Flotte einmal geheilt bekommen, dass wir dann eigentlich auf einem guten Weg sind, in 30 Runden, 45 Runden waren es, perfekt dazustehen, um ihn komplett einzunehmen. Wir haben mit Karthago jetzt auch so einen Fuß in der Tür. Richtung Utica. Könnten ihm das Kupfer abnehmen. Und auch eine super Position haben, um Utica einzunehmen. Aber hier ist ein Berg. Das heißt, wenn wir hier unsere Kanonen hinstellen, wird nicht viel passieren. Wir können aber natürlich noch 10, 28 und 27 sind 55 Runden warten, bis wir die Artillerie haben. Das dauert ein bisschen lange. Sukhothai und Sri Sajjanalai sind dann easy peasy zu nehmen. Und hier können wir dann eben auch dafür sorgen, dass er erstmal damit beschäftigt ist, hier nicht weiter anzugreifen. Wir haben unsere Flotte außerdem noch vor Neapolis. Das können wir zumindest angreifen, von der See aus nicht einnehmen, aber das reicht ja auch. Das heißt, wir splitten unsere Flotte hier auf. Du kommst auf jeden Fall nach Damaskus. Die Freibeuter bleiben hier vor der Küste. Die Fregatten, die nicht von selbst heilen können, müssen auch hier vor Damaskus. Da ist doch gut. Wir werden hier uns einnisten. Können hier so ein bisschen dann die See beherrschen. Du kannst auch Hyporegius, da kostest du nichts. Du schaust, dass hier unten sich niemand rumtummelt. Und du erforschst ja auch so ein bisschen gegen Barbaren erstmal.
Die Freibeuter. Eigentlich müsst ihr alle heilen. Was ist denn die nächste Möglichkeit für euch zu heilen? Das wäre schon hier alles vor Damaskus. 6 Runden. Wir haben ja so viele Runden Frieden, dass ihr da auf jeden Fall einmal nach Hause könnt. Familien Hallo sagen. Ein Eis essen gehen. Du kannst auch nicht heilen. Was man also zu Hause macht, um dann später wieder zurückzukommen. Wilhelm der Eroberer wird in Karthago positioniert. Und da ist die Frage, ob wir da wirklich einen Basar wollen oder nicht lieber die Stadt annektieren, auch wenn die Unzufriedenheit um 3 steigt, um dann zum einen eine Moschee kaufen zu können, mit so einem Glauben, das gefällt. Und eine Fregatte und ein Freibeuter im nächsten Schritt, um hier so ein bisschen uns gegen die Einheiten hier erwehren zu können und auch Utica dann später von dort aus angreifen zu können. Da macht es natürlich Sinn, wenn man eine Kaserne oder einen Hafen erstmal bauen oder kaufen. Wir haben noch 142 Gold. Wie kommt das denn? Du bist topgesund, du bleibst da. Du kannst heilen. Dann bleibst du auch da. Du kannst auch heilen, du kannst auch heilen. Und Willi bleibt da, haben wir gesagt. Hier ist eine sehr schöne Stelle, um in Singapur, unserem Verbündeten, dann eben auch da zu sein. Er verzieht ein bisschen das Gesicht, weil der Vorschlag beim Weltkongress gescheitert ist. Als ob man nicht gerade ganz andere Hühnchen miteinander zu rupfen haben. Gegen Marineeinheiten, denn gegen die werden wir hier am häufigsten kämpfen. Sagte ich und finde die Landeinheiten. Wir brauchen noch einen Heiler. Du kannst in Cusco erstmal bleiben, du Hipporegius. Die Fregatte ist ready. Wir können keinen Hafen bauen. Stadtverbindung über Haus Hermesbeke. Nee, dann gib mir ein Klostermaschine. Wo ist es? Wo ist die Kaserne? Habe ich. Da ist die Kaserne. Den Bazar braucht man nicht. Die Kaserne ist jetzt erstmal wichtiger. Wobei auch die Frage ist, wollen wir die kaufen? 24 Runden erscheint mir jetzt ein bisschen viel. Nur noch 40 Gold. Dann machen wir das. Kaserne. Eine Stadtmauer? Bringen die noch was? Bau mal eine Stadtmauer. In unserer Hauptstadt können wir die staatliche Hochschule nicht weiterbauen, weil wir eine Bibliothek brauchen in unserer neuen Stadt. Okay. Dann bau ein Zoo. Zufriedenheit ist, glaube ich, was wir demnächst wieder brauchen können. Aquäduktfabrik in Cusco, warum nicht? Und das ist die Flotte, mit der wir es zu tun haben werden. 1, 2, 3, 4 Fernkampfschiffe und 2 Panzerschiffe. Wenn er da nicht noch grundlegend was dran ändert. Wie gesagt, können wir hier leider keine Stadt gründen, weil sie zu nah an Karthago ist. Ah, das war so gut. Naja. Andererseits, wenn wir Utica einnehmen, ja, dann kann er mit seiner ganzen Flotte hier trotzdem da drauf gehen. Müssen wir mit dir dann überhaupt hier unten bleiben? Ich glaube nicht. Was ist dein Plan? Wo willst du hin? Hier hin. Du bist kerngesund. Das heißt, du bleibst hier. Die Karavelle ist ja nice, dass wir die haben, aber wollen wir da nicht mal upgraden? Irgendwann? Komm dafür mal nach Medina. Yamamoto ist angekommen und bleibt da auch erstmal. Du wirst keine Luxusgüter von uns bekommen. Auf Wiedersehen. Hier können wir ein bisschen trainieren, auch zu zweit.
Bleibe da. Okay, es bleibt dabei. Je nachdem, was man im Utica noch baut, sind wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Weil in Budapest manipuliert. Einheitenbeförderung. Gegenstädte. Komm hier hinzu. Zack, zack. Warten. Musketiere. Doppeldrill. Amphibisch gegen Fernangriffe. Doppeldrill. Und komm. Das ist die Frage. Auch hier hinzu eigentlich. Mit Dina hat die Fabrik nie fertiggestellt. Das macht sie jetzt mal. Bagdad kann eine Bank bauen. Das tut ihm gut. Hier haben wir schon in Tiwanaku eine Bank. Ja. Aber noch keine Kaserne. Wir wollten in Hipporegius außerdem nichts machen. Aber in Karthago die Bibliothek kaufen. Kriegsgebäude merken wir uns. Die Kaserne kaufen, die Bibliothek kaufen. Sehr gut. Damit wir in unserer Hauptstadt Mekka die staatliche Hochschule weiterbauen können. Und die hat Priorität vor dem Zoo. Wir möchten eine neue Politik einführen. Erkundung. Großer Admiral erscheint. Wenn schneller verdient. Verborgene Altertumsstätten. Große Admirale brauchen wir nicht. Was wir brauchen ist, alle Stadtscheinverbündete sind, liefern einen Wissenschaftsbonus. Wir haben 204 Wissenschaft. Wir gehen rein. Wir haben 247 Wissenschaft. Einfach mal fast um 25% gesteigert. Können wir auch gut gebrauchen. Bist jetzt extra hierher gefahren, kannst aber nichts machen. Geh mal nach Tiwanaku, da bist du schnell. Hier bist du auch gut aufgehoben. Und warten, nächste Runde. Mir wurde denunziert, irgendwas war mit unseren Spionen. Aber das war, glaube ich, der Hinweis auf die Wahlmanipulation. Da steht die Galeere gut. Ich weiß nicht, wer sie dahingestellt hat. Aber nun denn. Der Freibeuter hat hier keinen Platz mehr, aber ist in einer Runde schon zu Haus. Heilt dort. Die Karawelle macht eine Riesenwelle. Und mit dir kommen wir hier bis nach Neapolis, haben wir gesagt. Nicht wahr? Und mit den beiden Fregatten eigentlich auch. Heilen. Frachter. Wir haben noch 7 von 7. Tippitoppi. Sehr gut. Dann war's das, oder? Heilen. War's natürlich noch nicht. Jetzt aber. Karthago, Bratislava, einer benötigt Befehle. Wir wollen diese Zitadelle upgraden und spielen so gut, dass draußen schon die Feuerwehr kommt, weil wir so heiß laufen. Gehen hier hoch. Wollten das hier haben und sehen, dass wir da Neapolis easy peasy in die Knie zwingen können, wenn es dann so weit ist. Freibeuter. Wollen wir wieder zurückschicken. Und genauso wie die Karawelle eigentlich, aber die erscheinen mir so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Bisschen altmodisch, bisschen aus der Mode gekommen. Aber so sind sie halt. Was wollen wir? Wollen wir oben einfach noch eine mit hinschicken? Ja, die Fregatte heilt erstmal. Und die haben wir hier sehr gut positioniert, um dann später Neapolis angreifen zu können.
Trall. Jetzt gilt es, unsere ganzen Musketiere, die wir hier hingeschickt haben, in freundliche Gefilde zu holen, um sie upgraden zu können. Generell upgraden ist eine sehr gute Idee. Da tut sich was. Ich weiß nicht, was er mit seiner Flotte vorhat. Kann ja nichts Gutes sein. Und die fertige Fregatte kommt hier mit her. Genauso wie du. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man nicht doch noch eine mit hier rüber schicken wollen. Und dann das hier belassen. Alles klar. Das ist ein Lancier. Ganz viele Bauarbeiter. Ein Schütze. Da hat er sich nicht weiter verbessert. Das sind schon mal gute Nachrichten für uns. Tiwanaku kann eigentlich auch eine Fabrik bauen. Wir haben genügend Kohle dafür. Aber auch eine Waffenkammer. Die hat jetzt Vorrang. Freibeuter, mitten im Nirgendwo. Du willst bestimmt hierhin. Du bist gesundet. Dann mach das. Bogota sucht einen Ingenieur. Alles klar. Jetzt ist die Frage, du kommst noch hierhin. Hoppla. Ah! Ganz woanders draufgeklickt als gedacht. Dann haben wir hier mit 5 Schiffen Neapolis umstellt. Ich glaube, mehr kriegen wir da auch nicht hin. Dann würde ich dich nämlich wieder hier hinschicken. Denn ich glaube, dort wird eher noch der Seekampf stattfinden. Großen Ingenieur können wir uns kaufen in Mekka. Und gönnen uns dafür Big Ben. Erforderungswirtschaft. Kosten für Goldkäufer in allen Städten gesunken. Brandenburger Tor. Das wäre natürlich besser. Militärwissenschaft. Dann nochmal einen Bonus drauf. Kaufen wir die Militärakademie und das Brandenburger Tor und pushen dann voll und ganz den Bonus hier. Ja, machen wir. Wir brauchen noch 4 Universitäten, bevor wir die Universität von Oxford bauen können. Heldenepos. Den können wir auch noch bauen. Sehr gut. Tipptopp. Schnippschnopp. Zeit für eine Pause, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Sonn.